eigentlich gebucht für das Gothic Iftas in 2020. Und ihr wisst, was passiert ist, es ging dann alles nicht. Und das ist ja kein Konzert wie jedes andere, wo man denkt, naja, wir fahren halt auf Tour und dann macht auch viele Konzerte. Und wenn dann mal irgendwo eins ausfällt, ist das natürlich doof. Aber es gibt eben auch viele andere, die sehr, sehr ähnlich sind. Sondern das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes und wird wahrscheinlich eins unserer Highlights dieses Jahr oder unseres ganzen Lebens bleiben. Man fällt das aus und ein Jahr später soll es dann endlich stattfinden und fällt eine Woche vorher wieder aus. Ein Jahr später können wir nicht, weil wir auf Tour sind. Und jetzt sind wir endlich hier, 3 Jahre zu spät. Here.